Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Fortuna Düsseldorf Manager Karriere. Wir sind vor dem nächsten Spiel, beziehungsweise vor dem allerersten Spiel gegen 1860 München, die hier mit einer 4-2-3-1-Formation auflaufen. Und wir beginnen natürlich mit unserer kompletten Top 11. Und damit gehen wir rein in dieses Ligaspiel und möchten direkt mal 3 Punkte holen. Gastrop ist hier am Ball, sieht Klaus, Klaus legt auf. Und jetzt Rizzoldi auf Tanaka, der sieht Artig, Artig auf Tanaka. Zurück, der zieht und trifft, dritte Spielminute und wir treffen und führen direkt mal gegen den Aufsteiger. Kontermöglichkeit für 1860 München, die hier relativ gut durchkommen. Durch das Zentrum, jetzt wird nochmal ausgelegt. Carsten Meyer kommt raus, kann aber nichts daran ändern und damit kassieren wir diesen Anschlusstreffer bzw. diesen Ausgleichstreffer. Wir bekommen eine sehr gute Freistoßposition. Artig steht dafür bereit, läuft auch dafür an, zieht direkt mal ab und macht eine gefährliche Situation, kann diese aber schlussendlich nicht verwerten. Artig ist am Ball. Artig jetzt auf Rizzoldi mit diesem Zuspiel. Rizzoldi geht durch, zieht ab und scheitert. Artig ist am Ball. Artig sieht Rizzoldi. Rizzoldi liegt auch für Klaus und Klaus gegen Hiller. Klaus setzt sich durch und macht hier den Führungstreffer, den wir erneut erreichen. Klaus ist am Ball. Klaus mit dem Ball auf Rizzoldi, der einen Schusswild hat, aber Hiller macht sich lang und kommt dran. Nach dieser Parade gibt es einen Eckball. Klaus mit der Hereingabe auf Rizzoldi und wieder schaltet er an Hiller. Artig ist auf den Flügel und kommt hier aktuell zumindest extrem gut durch. Immer noch Artiger Ball. Lässt sich überhaupt nicht diesen Ball wegnehmen. Artig macht ihn rein. Hervorragender Sololauf und damit machen wir Tor Nummer 3. Jetzt kommt 60 über den Flügel. 60 kommt vorbei und dann ist zum Glück Ralston noch da. Kann ihn aber nicht schlussendlich aufhalten. Carsten Meier glanzt hat, wieder Carsten Meier. Siebert hat ihn, Siebert rettet auch nochmal. Jetzt kommt 60 und Siebert mit dem Foulspiel im 16 Meter Raum. Das ist extrem bitter. So hätte es definitiv nicht enden müssen, denn der Schuss ist eh weit vorbeigegangen. Hier sehen wir das Foulspiel. Ja, bitte auf jeden Fall. Steinhardt steht dafür jetzt bereit. Steinhardt scheitert leider nicht. Kastmeier war aber in der richtigen Ecke und damit haben sie den Anschlusstreffer. Ritter ist am Ball. Ritter hebt ihn auf Artig, der jetzt hier nochmal vorbeigeht. Ritter auflegt und Ritter! Nächster Treffer. 89. Spielminute und höchstwahrscheinlich der entscheidende. Artig läuft über den Flügel. Immer noch Artig. Setzt dich durch. Sieht jetzt hier Rizzoldi, der komplett frei steht. Rizzoldi legt auf für Oscar Bob. Oscar Bob, Freistoß. Feld. Nächster Treffer, Doppelschlag Düsseldorf und damit machen wir den 5. Treffer in dieser Partie. Nach diesem Treffer ist die Partie auch vorbei und wir haben 60 zerstört. 5-2 heißt dein Spielstand. Ziemlich überlegen würde ich auf jeden Fall sagen, die 2 Gegentore sehr bitter, weil die hatten insgesamt glaube ich nur 2 oder 3 Angriffe, also ja, da muss definitiv nochmal was besser werden, aber ansonsten war ich richtig zufrieden. Die Partie hatten wir definitiv kontrolliert, Tore haben wir gemacht, also besser kann der Saisonstart überhaupt nicht sein. Wir machen direkt mal weiter mit der Partie gegen Paderborn. Der SC Paderborn beginnt hier mit einer 3-4-2-1-Formation und wir beginnen natürlich mit unserer gewohnten Formation, aber nicht Aufstellung, denn zum Beispiel ein Artig ist leicht angeschlagen, weshalb wir ihn jetzt schon rausnehmen. Green darf hier sein Debüt geben. Bob darf ebenfalls von Anfang an beginnen. Nicht nur die beiden dürfen von Anfang an beginnen. Nein, Oberdorf kommt zumindest mit auf die Bank. Heide ebenfalls und Nikili darf diesmal von Anfang an beginnen. Aber wir wollen kein komplettes Risiko eingehen, weshalb jetzt hier Zimmermann zu Hause bleibt, Sobotka mitkommt und damit freuen wir uns auf diese Partie. Paderborn ist im Angriff, geht hier jetzt vorbei. Siebert, Fehler, Schuss, der kommt und wir fliegen schon in der dritten Spielminute leider zurück. Gastrop am Ball findet jetzt Green. Green rennt hier vorbei. Green jetzt auf Tanaka. Tanaka sieht Oscar Bob losspringen. Der bekommt diesen Ball. Oscar Bob! Und der Anschlusstreffer. 10. Spielminute und wir machen den nächsten Treffer. Jetzt Rizzoldi am Ball. Rizzoldi viel zu weiter Ball. Gastrop kommt aber gerade noch so dran. Gastrop auch mit der Hereingabe. Green mit dem Kopfball. Paderborn ist in unserem 16 Meter Raum. Alles ist frei. Und dann treffen sie logischerweise auch. Nikili ist am Ball. Findet Tanaka. Tanaka hebt ihn hoch für Oscar Bob. Verzögert ein bisschen diesen Angriff. Und Bob schießt vorbei. Jetzt kommt Paderborn komplett durch den
Leute, was war das für eine Einladung? Und damit, ja, es ist ja kein Wunder, dass wir einen weiteren Gegentreffer kassieren. Pascal Bob ist dann bald Oscar Bob auf Tresoldi. Tresoldi mit dem Rückpass auf Gastrop, der leider hier sich irgendwie durchfinden kann. Oscar Bob, und er scheitert tatsächlich. Paderborn ist wieder mal unterwegs und wieder mal lassen wir eine Einladung übrig. Die Hereingabe zum Glück zu weit, aber jetzt versuchen natürlich wir einen Konter. Klaus mit dem Vollsprint über den Flügel. Immer noch Klaus geht hier jetzt nicht vorbei. Sieht jetzt aber hier Häuser legt auf für Tresoldi. Tresoldi sieht Green und Green trifft, und es war kein Abseits. Damit machen wir zumindest hier den Anschlusstreffer in dieser Partie. Freistoß für Paderborn kurz vor Schluss. Klaus läuft dafür an. Klaus und Kastenmeier mit der Parade. Danach ist auch die Partie vorbei. Ja, und wir verlieren leider hier mit 2:3. Ein bisschen bitter. Der Teamgeist stimmt noch nicht ganz, aber ist auch logisch. Die ganzen Neuzugänge müssen noch irgendwie ankommen und damit müssen wir weiterhin an uns arbeiten. Nach dieser Partie wird ein Mann verkauft, und zwar unser Torhüter. Karol geht ligaintern zu Hannover 96. Ein neuer Torhüter folgt direkt nach diesem Abgang, und zwar verpflichten wir vom 1. FC Kaiserslautern Julian Greil. 24 Jahre alt ist er und hat eine 70er Gesamtstärke. Das bedeutet, er kann direkt auf Kastenmeier einen gewissen Konkurrentendruck ausüben, was zumindest Konstantin Heide in der aktuellen Verfassung nicht machen kann. Und deswegen ist dieser Transfer so wichtig und wir zahlen dafür auch 2,1 Millionen. Und nach diesen beiden Transfers haben wir jetzt die nächste Partie, und das zum allerersten Mal zumindest in dieser Saison im DFB-Pokal. Beim letzten Mal sind wir ja direkt rausgeflogen. Diesmal soll es anders laufen gegen Preußen Münster, die hier mit einer 3-4-1-2-Formation auflaufen, und wir beginnen natürlich so gut es geht mit unserer Top-11. Das bedeutet eigentlich fast jedermann bis auf im Tor. Wir werden hier direkt mal Julian Greil ausprobieren, und auch Green darf zumindest mitkommen. Vermey darf von Anfang an spielen, und damit gehen wir rein in diese Partie. Jetzt der Eckball für uns. Klaus mit der Reingabe auf Artig, der leider etwas weniger drankommt. Gastrop jetzt nochmal auf Klaus. Klaus ist am Start, bringt ihn rein auf Ralston. Gefährliche Szene, und der Pfosten rettet. Vermey schnappt sich diesen Ball, sieht Gastrop. Gastrop liegt auf für Artig, und Artig kommt zwar noch zum Schuss, der Torhüter rettet aber hier diese Szene. Gastrop ist am Start, sieht Vermey, der diesen Ball perfekt annimmt. Vermey auf Artig, Artig auf Klaus. Klaus scheitert tatsächlich. Eckball und Klaus mit der Hereingabe auf Vermey, und Vermey scheitert auch am Torhüter. Wieder Eckball, wieder Klaus und wieder auf Vermey. Zweite Möglichkeit wird nicht genutzt, und dann nimmt einfach mal Schenk diesen Ball weg. Klaus ist am Ball, möchte diesen Konter ausführen. Jetzt Artig auf Vermey, und auch er scheitert ein weiteres Mal an Johannes Schenk. Es gibt einen weiteren Eckball. Klaus mit der Reingabe auf Vermey, und Vermey scheitert am Aluminium. Gastrop kommt nicht mehr dran, und wir schaffen es einfach nicht, ein Tor zu erzielen. Es gibt mal wieder einen Eckball. Klaus mit der Reingabe auf Vermey, wieder Schenk dazwischen. Düsseldorf bekommt mal wieder einen Eckball. Klaus auf Vermey, und Vermey macht das Ding endlich rein. 58. Spielminute und gefühlt 100 Chancen, und dann machen wir unseren ersten Treffer. Jetzt kommt Preußen Münster, und wir müssen natürlich aufpassen. Grodowitzki ist am Start, dribbelt sich vorbei, und das gibt's nicht. Das gibt es wirklich nicht. Es wird ausgeglichen in der 63. Spielminute. Warum gibt's das nicht? Ja, schaut man sich mal die Schüsse an. Zwei Schüsse nur, und das ist der Wahnsinn, dass die ausgerechnet diesen zwei, ja, dann einen davon reinmachen. Angriff, Preußen Münster über das Zentrum, De Vries und Sobotka scheiden beide. Siebert kommt auch nicht dran, Krall vorbei, und ich weiß es leider auch nicht, was hier los ist. Wir liegen jetzt hinten. Ritter ist am Ball, wartet auf Oscar Bob. Bob bekommt ihn. Oscar Bob. Ausgleichstreffer. 75. Spielminute. Ich weiß nicht, was hier jetzt geschehen ist. Aber offensiv ist auf jeden Fall einiges drin. Jetzt kommt Preußen Münster. Und jetzt ist immer noch Preußen Münster am Start. Ralston stört. Krall rettet. Oscar Bob rennt nach vorne. Natürlich für Düsseldorf. Vermey bekommt ihn.
Green hat ihn, Green geht hier auf mich vorbei, so ist es auch. Green trifft, 90. Spielminute und damit schaffen wir tatsächlich diesen Führungstreffer. Danach ist das Spiel vorbei und was soll ich sagen? Risiko sind wir auf jeden Fall in diese Partie reingegangen, wahnsinnig. In der ersten Hälfte komplett überlegen, zweite Hälfte bis zur Hälfte der zweiten Hälfte würde ich sagen auch komplett überlegen. Komplette Chancen haben wir alle vergeben, kaum machen wir den Treffer, werden wir plötzlich hinten defensiv instabil. Aber am Ende ist es trotz zum Glück nochmal, muss man ehrlicherweise so mal sagen, trotzdem nochmal gut gegangen und damit gewinnen wir und kommen das allererste Mal in dieser Karriere tatsächlich weiter. Und auch in der Partie danach scheinen wir Probleme zu haben. Nach drei Ligapartien haben wir alles durch, Niederlage, Unentschieden als auch Sieg, denn wir spielen gegen Heidenheim 2:2. Danach spielen wir gegen den ersten FCK, also Kaiserslautern für alle, die es nicht wissen, wir oder beziehungsweise sie, wir beginnen hier mit einer 3-4-1-2 Formation. Und wir beginnen natürlich mit unserer Top 11 und damit gehen wir rein in die Höhepunkte. Die erste Szene gehört uns. 12. Spielminute, Sobotka ist am Ball und wir haben die große Kontermöglichkeit. Grisoldi hat ja zumindest einiges an Geschwindigkeit. Sobotka muss aber dafür auch ein bisschen warten auf die Mitspieler. Die müssen erstmal mitkommen. Artig ist dran. Artig verliert ihn und damit springen wir direkt mal in die 14. Spielminute. Über Gastro bekommen wir jetzt hier diese Möglichkeit. Immer noch Gastrop mit dem starken Ball auf Grisoldi. Grisoldi legt auf für Sobotka. Sobotka sieht nochmal Gastrop. Gastrop findet jetzt Artig. Sehr gefährlicher Ball, der aber nochmal gut geht. Artig dribbelt sich vorbei, findet Ralston. Und Ralston, weitere Hereingabe, hohe Hereingabe, die aber nicht hoch genug war. Weiterhin geht aber die Szene. Ralston jetzt auf Tanaka. Tanaka legt auf für Grisoldi. Grisoldi wollte nochmal auflegen. Ja, hat aber leider nicht funktioniert. Die nächste Szene ist wieder mal ein Konter, diesmal über Artig, der deutlich schneller ist als Sobotka und der es vielleicht auch mal alleine versuchen kann. Immer noch Artig am Ball. Artig wird aber leicht eingeholt, weshalb er jetzt nochmal abbremsen muss. Immer noch Artig. Artig, ja, setzt sich komischerweise leider nicht durch. Danach gibt es auch einen Freistoß. Bisher mussten wir nicht einmal verteidigen, was ja eher ein gutes Zeichen ist. Devis bringt den Ball jetzt auf Klaus und ich würde sagen, Klaus zieht direkt mal ab oder auch nicht. Danach gibt es jetzt endlich für Kaiserslauterner Sicht den ersten Angriff, den ersten Konterversuch in dieser Partie. Wir möchten den natürlich so früh wie möglich unterbinden. Tanaka ist direkt mal schnell mit nach hinten gekommen. Siebert auch, beide schaffen es nicht. Und dann ist plötzlich einiges an Freiraum dran. Devis, Fehler, Kastenmeier kommt raus, hält ihn erstmal auf. Und Siebert ist wieder da. Und Siebert schafft es diesmal auch hier das auszuführen, zu verteidigen. Und damit machen wir direkt mal weiter mit einem Eckball für den FCK. Und Opoku steht dafür jetzt bereits auf dieser, oder bei der Eckfahne, nicht auf der Eckfahne, mit der Reingabe. Und ja, wir entschärfen viel zu unsicher, aber wir haben zumindest entschärft, was ja zumindest auch ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Danach machen wir weiter mit einer Kontermöglichkeit für uns. Überartig, bisher hatten wir die Kontermöglichkeiten ja überhaupt nicht drauf. Ich hoffe einfach mal, dass das besser wird. Artig leitet den direkt mal auf Vermaay weiter. Vermaay bremst ab, denn die Dreier-Kombo da hinten ist ziemlich stark. Artig jetzt mit dem Pass auf Gastrop. Gastrop findet Tanaka. Tanaka sieht Artig auf dem Flügel. Artig rennt. Artig versucht es, der Torhüter hält. Und Klaus trifft, kein Abseits. Und damit führen wir mit 1:0. Sehr wichtiger Treffer. Der war wirklich sehr wichtig, denn danach ist die Partie vorbei. Wir gewinnen nach 90 Spielminuten mit 1:0. Für uns wird es jetzt deutlich bitter als diese Partie gerade, wo wir gewonnen haben, denn Klaus verlässt uns leider ungewollt, denn, ja, was soll ich sagen, die Freigabesumme wurde bezahlt von Darmstadt und das ist gar nicht mal so hoch, muss man ehrlicherweise auch gestehen, es sind nämlich nur in Anführungsstrichen 3,5 Millionen. Als Backup-Kandidat hinter Oscar Bob, denn jetzt soll er zukünftig Stammspieler sein, denn Klaus wurde ja verkauft. Jetzt kommt Tim Rossmann, ein rechter Flügel, beziehungsweise ursprünglich linker Flügelspieler, kommt zu uns, jetzt aber für den rechten Flügelspieler. Wie gesagt, soll hinter Oscar Bob stattfinden, wir zahlen 2,5 Millionen. Er hat eine 67er Gesamtstärke, also nur zwei Gesamtstärken schlechter und kann uns definitiv helfen. Danach ist aber auch die Transferphase vorbei. Wir haben noch einiges an Transferbudget, nämlich 17 Millionen. Also ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, exakt das Anfangsbudget.
Was soll ich sagen? Der Kader ist perfekt, meiner Meinung nach. Zum Aufsteigen zumindest. Ich werde jetzt definitiv dann nochmal investieren in die Jugendakademie, um einen Jugendspieler vielleicht hochzuziehen irgendwann. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe einfach mal, dass da noch mehr passiert und dass natürlich die Mannschaft sich extrem gut entwickelt. Aber auch mit diesem Neuzugang schaffen wir es nicht, gegen St. Pauli zu gewinnen, denn wir spielen nur unentschieden in Höhe von 2 zu 2. Aber gegen Hannover schaffen wir einen Sieg in Höhe von 2 zu 1 dank Tanaka und Green. Und auch gegen Holstein Kiel setzen wir uns ziemlich gut durch. In der letzten Partie der heutigen Folge gewinnen wir hier einfach mal mit 2 zu 0. Und obwohl die Transferphase vorbei ist, haben wir endlich Manu verkauft bekommen für 280.000. Das war ein Krampf ohne Ende, ihn überhaupt mal loszubekommen. Endlich haben wir es geschafft. Und zum Schluss dieser Folge blicken wir natürlich auf die Tabellen, denn in der zweiten Bundesliga führt aktuell Schalke, denn die sind Erster mit 21 Punkten, gefolgt von St. Pauli mit nur 17 Punkten, also selbst die sind schon 4 Punkte weg. Schalke könnte echt komplett durchmarschieren und auch wir sind 3 Punkte von St. Pauli weg, also da ist mittlerweile schon ein ordentlicher Abstand. Nach 7 Spieltagen hinter uns kommt dann Heidenheim, Darmstadt, Hannover, Nürnberg, Hansa, Greuther Fürth, Holstein Kiel, als auch der VfL Bochum, Magdeburg, Paderborn, Sandhausen, Ingolstadt und auch 60. Und auf den beiden Abstiegsplätzen befindet sich Braunschweig und Kaiserslautern. Im DFB-Pokal wissen wir schon den nächsten Gegner und das wird verdammt hart. Runde 2 und wir spielen gegen Eintracht Frankfurt. Mal schauen, ob wir uns da durchsetzen. Und zudem gibt es auch direkt mal den deutschen Klassiker. Dortmund gegen Bayern. Auch die Partie ist natürlich sehr interessant. Beim nächsten Mal beginnen wir mit einem Kracher-Duell gegen den FC Schalke 04, die auf Tabellenplatz 1 sind mit 7 Punkten Vorsprung. Ich hoffe nicht, dass die diesen Vorsprung einfach mal ausbauen können. Danach folgen noch 7 Partien. Einmal die Partie gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal und dann folgt Nürnberg, Ingolstadt als auch noch Darmstadt, bin ich sehr gespannt. 3 weitere Partien kommen danach auch noch, und zwar Braunschweig und Greuther Fürth, als auch zu guter Letzt Hansa Rostock. Ich freue mich, ich hoffe euch auch. Ich hoffe aber auch, euch hat das Video hier gefallen. Transfertechnisch, ich weiß, ist zwar nicht viel passiert, aber im Winter kann definitiv noch was passieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!